Die ABS-Leute haben ja einen entscheidenden Vorteil. Sie können mit Aceton ABS anlösen, kleben, also chemisch verschweißen, die Oberfläche bearbeiten in ABS, in Aceton dämpfen. Das können sie tun, die PRA-Leute können es nicht. Die PRA-Leute haben Tetrahydrofuran, hochgiftig, scheiße zu verarbeiten, sehr aggressiv, funktioniert alles nicht. Und ich habe mit meiner Cousine gesprochen, die ist Chemikerin, und sie sagt, lange Erklärungen wie und unpolare Lösungsmittel und polare Lösungsmittel und bla bla bla, ich habe kein Wort verstanden, ich bin Informatiker. Aber sie sagt, es könnte sein, dass Nagellackentferner ohne Aceton, weil er ein unpolares Lösungsmittel ist, was auch immer das ist, PLA löst. Gut, hier ist ein Gefäß. Hier ist PLA in verschiedenen Darreichungsformen. Und hier ist Nagellackentferner ohne Aceton. Wir werden es jetzt mal ausprobieren und gucken, was passiert. Ah, boah, riecht gut. Aber so ist das. Und wenn das so ist, wie mit ABS und Aceton, dann sollte dieses PLA jetzt verschwinden. Tja, ich glaube, an der Theorie, liebe Cousine, ist genau gar nichts dran. Funktioniert nicht. Wäre ja auch zu schön. Das ist vollkommen unbeeindruckt, dieses PLA. Da wird nichts weich, da passiert überhaupt nichts. Vielleicht dieses PLA hier. Na, auch nicht. Ich werde nur langsam high hier von den Dämpfen. Kein Abzug, sehr unprofessionell. Lila Kristall-PLA. Verliert nicht mal die Farbe. Der Witz bei dem Zeug ist, wenn man es in Aceton legt, verliert es die Farbe. Aber ich nehme an, das Aceton löst halt nur die Färbung in dem Kunststoff auf. Wenn ich den Kunststoff selber. Nee, das wird auch nicht. Das bleibt nicht mal weicher oder elastischer oder. Ne? Der Cousinchen. Wie würde Dave Jones sagen? Oh, dear. Das war nichts. Du hast ja gesagt, wenn er nicht funktioniert, hättest du gerne die Nagellackentferner. Ich glaube, du hast mir diese Theorie nur gesagt, um einen Nagellackentferner zu kommen. Unbelievable! Den kriegst du nachträglich zum Geburtstag.